In dieser Lektion zeige ich dir, wie du Materialien aus dem Web, also Texte, aber auch Bilder mit Word neu gestalten kannst. Natürlich ist es keine Eigenleistung, eine Seite eins zu eins aus dem Netz zu kopieren, aber es geht hier ja auch mehr darum, dass du die Layout-Möglichkeiten von Word kennenlernst. So soll das Endprodukt ausschauen. Der Text hat also einen Titel, darunter eine Quellenangabe und dann kommt der sogenannte Lead, also der Einleitungstext, der sich über die ganze Seite erstreckt und der Haupttext, der ist dann zweispaltig und Blocksatz, das heißt rechts- und linksbündig untereinander ausgerichtet. Dann ist ein Bild darin integriert, das genauso breit ist wie eine Spalte und das Bild ist mit einer Bildunterschrift unterlegt.